Ich glaube, das gehört alles Kühlschrank. Hallo? So. Dann kaufen wir aktuell auch wieder gut Joghurt. Gott, der normale Käse ist fast leer. Okay, 71, 73. Müssen wir heute mal wieder so machen. Funktioniert mit dem Numpad nicht mehr. Ah, jetzt. Okay. Komisch. €19,93. Bottled Water ist zu expensive. Du bist der Erste, der sich beschwert darüber. Das ist mir dann halt auch egal. Man kann es doch einfach mal ein anderes. Ich hasse dich. Hau ab. Es kommen echt noch Leute, also echt noch viele Leute heute. Ich hoffe, dass mir hier nichts ausgeht. Ich meine, das passt hier noch einigermaßen. Süßigkeiten gehen fast aus. Okay. Kartoffeln auch. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal die nächsten Tage in das Lager investieren. Und dann vielleicht unsere ersten Mitarbeiter einstellen, die dann uns die Regale befüllen, während wir halt am Tag kassieren. Euro zurück. Ja, okay, eine haben wir noch. Und sonst niemand. Wo ist denn hin jetzt? Also, wir brauchen noch einen Kaffee. Um 9 Uhr abends. Noch ein bisschen Milch für den Kaffee? Ne, ein bisschen Thunfischcreme für den Kaffee. Ah, ja, noch nicht fertig. Ja, man braucht natürlich noch die Eier. Die obligatorischen. Und jetzt sind wir fertig. Oh, nochmal ein Huni. Das freut mich. Dann beehren Sie uns bald wieder. Ja. Bist das du? Ja, was ist der Cleaner? Ich weiß auf jeden Fall, du bist gestiegen, ne? Du bist auch wieder immer nur bei 11,25.
Also, nee, Mama, du bist ja nicht die Milch. Du bist die Milch, die gestiegen ist. Ah, okay. Ich hoffe, die Leute beschweren sich darüber nicht. Und welcher Cleaner ist denn jetzt gesunken? Der Cleaner ist gesunken. Dann gehen wir auch ein bisschen runter. So, schauen wir mal, ob wir mal ein bisschen Pizza loswerden. Ganz minimal. Ah, ja. Wenigstens das ist leer. Weil das ist es nicht. Oh, die sind aber gut gegangen heute. Bisschen Mozzarella. Weg damit. Dann haben wir nochmal zwei Eier. Das passt. Parmigiano. Ist auch leer. Und die Butter ist leer. Die haben heute gar kein Hühnchen gekauft, okay. Sprite ist leer. Coca-Cola. Nur ein bisschen die andere Cola. Wobei, warte mal. Ich hätte das hier lieber so eingeräumt. Die Kohle muss so weg. Gut, wenn so gefällt mir das besser. Okay, dann schauen wir, was wir brauchen. Wir brauchen einmal die neuen Eier, einmal die Vierer, einmal Milch. Ja, die Thunfischcreme nehmen wir auch noch einmal mit. Einmal beide Öl, zweimal Spaghetti. Einmal Pasta, einmal die neuen Nudeln. Nur einmal Basmati. Basmati.
Einmal Mozzarella. Verdammt, Parmesan weiß ich nicht mehr. Den Käse brauchen wir zweimal und den neuen Käse brauchen wir zweimal. Parmesan ist noch voll. Wir brauchen. Habe ich jetzt zweimal Mehlblau schon drin? Nee, habe ich noch nicht drin. Okay, wir haben Chuckie-Pick, Honig, Crispies, Honeybees. Crispies, Honig, Honeybees. Toast, zweimal die Sixpack-Milch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break, kaufen das und räumen ein. Die Öle könnten wir wahrscheinlich auch zusammenstellen. Da bräuchten wir wahrscheinlich nicht ein ganzes Regal voll. Fischcreme. So, haben wir hier noch Spaghetti rein. Dann nochmal den Cheddar. Den zweiten Cheddar. Die Honeybees. Dann das blaue Mehl. Chucky Pick. Ich frage ja, das sind aber probably keine echten Marken. Also so weit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Und deswegen frage ich mich, hat der die echt alles selbst erfunden? Und dann halt muss er das halt auch noch modeln und alles. Das ist, das sind die Fragen, die mich nachts wach halten. Na, die da. Ich war gefragt, hatte ich die nicht schon? Aber nee, ich hab das Grüne eingeräumt. Es läuft, es ist alles okay. Gut. Die Gefriertruhen sind befüllt. Ja.
Da brauchen wir nichts mehr. Wir können noch einmal Pasta und einmal Elbows mitnehmen. Pasta, einmal Elbows. Wo einmal Apfelsaft noch. Jo, einmal. Ich habe die Getränke noch vergessen. Einmal Wasser. Und einmal jedes Soda, oder? Ja, genau. Zweimal Toilettenpapier. Zwei, dreimal Kartoffeln. Einmal Shampoo, zweimal Süßigkeiten, ne? Zweimal Süßigkeiten, ne? Erstmal hier weiter. Einmal Schokolade und einmal jeden Kuchen, ne? Dann brauchen wir einmal beide Tee. Eigentlich fast zweimal den Kaffee. Einmal Salz, einmal Pablo und dann haben wir es. Sofern ich nichts vergessen habe. Und ich bete dafür. Das wäre echt scheiße, wenn ich nochmal was gegessen hätte. Das Lager wird auch irgendwie nie weniger. Ich halt immer wieder Stuff nachkaufe, den ich eigentlich nicht unbedingt bräuchte. Ist es echt leer? Krass. Dachte mir nicht, dass es so perfekt passt. So, umso mehr Zeug ich halt, oh nee, warte mal. Umso mehr Zeug ich halt öfter bereits im Ding, also im Shop hab, umso weniger müssen die halt das eine Produkt nachfüllen. Ich weiß nicht, ob die danach gehen. Ich denke einfach mal nicht. Weil es halt schon ein bisschen advanced wäre, wenn wir das machen würden. Aber es wäre auf jeden Fall cooler. Die Elbows. Jetzt ist auch ein bisschen was übrig. Ich vergesse immer, wo ich Süßigkeiten habe.
Okay. Wir haben es gleich. Wir sind gleich fertig mit Einräumen. Dann kann ich mir eigentlich mal das Lager kaufen. Und einfach noch nicht benutzen, weil es aktuell dann noch nicht useful ist für mich. Dann muss ich einmal schauen, wie ich das Lager dann einrichte. Okay. Gut, wir müssen noch Rechnungen zahlen. Zack, zack. Und dann kaufen wir uns das Lager und... Oh Gott. Wir können noch nicht mal volles Lager kaufen. Das ist echt teuer. Okay. Ja, das hier ist das Lager, was wir bis jetzt haben. Das ist absolut useless noch. Ja, einfach mal rein da. Die nächste Lizenz wird halt auch fast 2K kosten, ne? Schauen wir mal, wie viel wir heute noch schaffen. Ansonsten ist ja morgen auch noch ein Tag. Oh Gott. Ansonsten ist ja morgen auch noch ein Tag. Ich weiß nicht, wie ich morgen streame. Das wird die Zeit zeigen. Ich weiß allgemein noch nicht, was ich dieses Wochenende machen will. Ich glaube eher, dass ich mal wieder ein paar Videos aufnehme. Dass ich jetzt lange wirklich vor mich hergeschoben habe. Und dann wird halt streamen mal ein bisschen. Also wenn ich halt nicht streame. Der, wo geht's eigentlich hin jetzt? Der CIA oder wo arbeiten sie? Hä? 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 Ich mag es, wie die Brille von hinten aussieht wie eine normale Brille, aber von vorne ist es eine Sonnenbrille. Seht ihr das? Aber das ist sicher noch einer bei uns im Laden, der ein bisschen weniger sich bewegt. Ne, da hat keine Sonnenbrille auf. Der hat eine normale Brille. Der, was ist mit den Leuten? Warum ist denen Handsoap zu teuer? Okay, wir gehen runter auf 2,30. Idiot. So. 64. Kann ich eigentlich? Oh mein Gott. Ich muss das mit den Kartons vielleicht doch wieder anfangen. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gedacht. Wow, einen ganzen Parmesan auf Karte. Was will man denn mehr? Okay, das ist zu schwer. Den kann man da reinbringen. Wow, einmal Clean Dish. Parmesan geht heute richtig gut. Ja, der Kollege ist schon fertig.
111,70 €. Ich glaube aber 128 war, glaube ich, war Rekord, wenn ich mich recht erinnere. Oh mein Gott, Wasser, warum geht Wasser so gut? Okay, never mind. 151 € sind jetzt Rekord. Falsche Wasser. Hat mich von dem anderen Wasser ganz mehr. Fünf Wasser müssen sie sich mitnehmen. Okay. Ich bin nicht hier, um zu tschatschen, aber andere brauchen es auch. Ja, aber heute, die kaufen heute gut ein. Ne? Außer sie, glaube ich. Ich glaube, sie ist es wieder. Sie ist es wieder ein bisschen wenig hier. Ah, nee, doch nicht. Habe ich mich verschaut. Tut mir leid. Ich wollte hier nicht von außen chargen, ne? Okay, aber die Kassen sind voll wieder. Also wir müssen uns wieder ein bisschen beeilen. Ja, langsam wird es ein bisschen knapp mit mir allein. Also ich nehme gern Bewerbungen an, falls jemand Lust hat. Ihr wisst, wo er mich erreicht. Ihr wüsstet. Salz geht heute aber auch wieder. Der Kollege will zahlen. Ja. Von hier oben kann ich alles überblicken. Den ganzen Laden. Ne, kann ich nicht. Das ist richtig Arsch von da oben. Jetzt kann ich wieder nicht mit dem Namen per zippen. Das, wenn irgendwann mal passiert, wenn es wirklich viele Leute an der Kasse sind, dann ist schlecht. Gut, haben wir hier noch jemanden? Oh ja. Zwei noch. So, die eine. Bitte jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Wir haben geschlossen, nämlich. Ich kriege keine Überstunden ausbezahlt. Das ist das traurige Leben hier. Ich muss jetzt hier sitzen und warten, während die da hinten, was weiß ich, macht. Da kommen sie jetzt, oder? Jetzt ist sie fertig. Nee, noch nicht. Ah, sie geht nochmal, geht noch mal dieselbe Runde. Oh nee, jetzt ist sie fertig. Schon. So, jetzt reicht aber.